Moin Moin, da sind wir zurück zu einem neuen Part von FIFA 19 Ultimate Team. Ja, schaut euch unser Squad an, ist es nicht wunderschön? Eine 84 Bewertung ist schon ziemlich nice. Also, und jetzt haben wir so Top-Spieler hier wie Hummels, Naldo und auch James Rodriguez, der leider echt schnell, also das habe ich in den Matches gemerkt, der ist so schnell kaputt. Das ist so seine größte Schwäche. Leider können wir halt seine Stamina nicht pushen. Deswegen entweder wir lassen ihn halt ein bisschen spielen oder er ist halt immer oder er wird halt immer eingewechselt, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber was wir auch in einem Squad Battle mal ausprobiert haben, was gar nicht mal so schlecht war, Müller ist ja Mittelsturm, das heißt, er kann Zom und Stürmer spielen bei uns. Und diesmal lasse ich ihn mal Stürmer spielen und ich bin sehr gespannt, wie er sich so schlägt. Aber die Sache ist, ich werde da ein bisschen hin und her wechseln, halt kommt dann drauf an, wie er sich so hält. Als Zom ist er ziemlich gut, aber vielleicht als Stürmer ist es ihm dann natürlich vorne dann eher viel einfacher Tore zu schießen. Und mal schauen, ob das ziemlich gut ist. Denn ich habe jetzt endlich mal, ich habe mir mein krankes Squad gemacht, denn endlich die Foot Champions Weekend League hat begonnen. 2 Tage und 19 Stunden hat man noch. Jetzt müssen wir 5 Einrank-Matches spielen. Und dann halt ja, unseren Rang erreichen. Foot Champions. Die Creme de la Creme hat sich hier versammelt oder die Leute, die wie ich halt genug gespielt haben, um genug Punkte zu haben und so. Das heißt, wir können auch gegen Opfer treffen, was ja ganz schön wäre. Ich meine, wie gesagt, mein Ziel ist Silber 1 zu erreichen, also 11 von 30 Siegen, weil dann kann ich das nächste Wochenende direkt dann nochmal spielen. Die Goldränge zu erreichen wäre natürlich auch nochmal richtig geil, aber hier muss man schon dann, um Gold zu sein, muss man schon die Hälfte gewinnen und von Daniels Erfahrungsberichten habe ich gehört, dass jeder schon gefühlt jeder Gegner ein ekelhaftes Team hat. Deswegen, ja, spielen wir mal Foot Champions und schauen, was uns erwartet. Glückwunsch, dass ich für die Weekend League qualifiziert. Bitte bestätige Ihren Aufenthaltsland bzw. Ihre Aufenthaltsregion, um in die richtige regionale Bestenliste aufgenommen zu werden. Dein Kontoeinstellung zufolge ist dein Aufenthaltsland Deutschland. Ist dies korrekt? Nein, ich bin natürlich hier. Ja, natürlich. Ich bin Deutscher! Ich bestätige, dass sich hierbei um mein Aufenthaltsland handelt. Ich habe verstanden, dass meine Region für die Foot Champions Bestenlisten anhand dieser Angabe ermittelt wird. Ich habe die Fernsehbedingungen umgelesen und die Bedingungen akzeptiert, ja. Ich bestätige, dass ich aus Deutschland komme. Top-Spiele. Diese Controller-Angaben können. Und in FIFA-Werbemaßnahmen präsentiert werden. Okay. So, das ist unser bestes Team, was wir haben. 84 Angriff, 83 Mittelfeld, 83 Defense. So, wähle eins dein einsetzbaren Trikot aus. Ah. Deine Auswahl ist in Champions nur in deinem Spiel sichtbar, okay. Ja, dann wählen wir unser Heimtrikot aus und haben jetzt unser Gasttrikot dem Gegner gegeben. Okay. Mal schauen, was für ein Team hier. Ja, und direkt 85er Bewertung. 86er Inform hier. 86er. Ach Gott, ey. Lukaku, Sané, Play of the Month, Lukas. Oh Gott. Das ist. Okay, und Verbindung wurde unterbrochen. Geil. Ich hoffe, es wird mir jetzt nicht irgendwie schlecht angerechnet. Ich habe Coins aber bekommen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ligaplan, was heißt das? Cool Champions, qualifiziert für Champions, für Champions, okay. Ne, oder warte mal, was heißt Details? Bonus nach Rang, okay, I see, ja. Yeah. Oh, keine Ahnung, was passiert ist. Sagen wir mal so, ich bin glücklich, dass wir gegen dieses Team spielen mussten. Wäre hart gewesen. Ja, dann machen wir mal noch einen 3. Aber interessant, dass man quasi nur sein eigenes Trikot hier hat. Weird. So, gegen wen treten wir jetzt an? Oh, okay, das Team ist noch schlimmer. Thiago Silva, Andanovic, Aubameyang, Lukas, Player of the Month, Hazard. Okay, gut. Wir werden vernichtet werden. Pogba, oh, De Bruyne, Marcelo, ach nee. Also der Gegner muss schon richtig schlecht spielen, dass wir da eine Chance haben. Oh, wir werden so geraped werden. Ja, ich kann echt glücklich sein, wenn ich hier 11 Siege erreiche von 30 Spielen.
Oh, da kann ich so glücklich sein. Und hier sehen wir die Aber hey, wir sollten uns nicht sofort die, jede Hoffnung aufgeben. Puh, ja, zum Glück hat Hazard ziemlich jämmerlich geschossen. Die Sache ist klar, ist unser Team unter, weitaus unterlegen, aber wir geben mal alles. Okay, die Flanke war leider ziemlich scheiße. Sie erobern den Ballbesitz, klasse Einsatz. Guter Ball nach draußen. Die Mitspieler bieten sich an. Müller. Thomas Müller, da schießt er. Oh, schade. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch. War eine gute Chance. Die Sache ist aber, wie gesagt, bei solchen Spielern, da müssen wir halt nur einen einzigen Fehler machen und der Gegner muss nicht mal unglaublich geil spielen und dann kann der schon easy Tore machen aus Fernschüsse, Kombinationen und so, Pace-Noten, ist alles dabei. Also deswegen, wir müssen, also unsere Verteidigung muss top sein, genau wie jetzt gerade. Goretzka super hier den Ball abgenommen. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Kann den Ball auch auf engem Raum. Ah, schade, wäre der durchgekommen. Ich hatte die Hoffnung, klar, die Lücke war sehr eng und wäre so eine 20%ige Chance gewesen, dass er durchgekommen wäre, aber naja, besser ne, probieren, anstatt einfach aufgeben. Dankeschön, dass du den Ball einfach weiterleitest. Oh, das wird okay, Glück gehabt. Man weiß, ob jetzt diesen einen Eckentrick einsetzt. Der unhaltbaren Hecken. Unhaltbare Hecken, genau. Und noch eine Ecke. Und noch eine Ecke. Unhaltbare Ecken. Die Ecke von Hazard. Und vom Torhüter. Danke, Baumann. So, jetzt Pulisic. Wir brauchen deine Pace. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Reingabe kommt. Komm! Ah! Verdammt! Rammes kopft leider. Köpft leider drüber. Der Typ hat doch hier, okay, also im Kopfballwerte sind jetzt nicht so, so eine Kopfballpräsenz nicht so gut. Das ist ja leider nicht vom Schusswert abhängig. Schießt das ja nur alles, was mit dem Fuß ist. Also. Aber ich meine, mit dem Hunter-Camp-Style, der Typ hat extrem heftige Schuss. Oh, scheiße. Glück gehabt. Ja. Ich darf nicht ragen, wenn ich hier verliere, weil es ist, ich kann sogar bei Unentschieden, kann ich sogar ziemlich glücklich sein, ne? Wenn ich sage, das Unentschieden bringt mir nichts mehr für Champions League. Jetzt nur um Siege. Müssen wir gut verteidigen, hoffen, dass wir dann Konter setzen. Ich bin mir sicher, wäre da Müller oder so oder Werner im Kopfball gewesen, dann wäre das schon weitaus gefährlicher gewesen. Noch ein Werner, was machst du da? Boah, Glück gehabt. Oh, schade, Bailey, schade. Aber wir haben da einen Handanovic im Tor, der ist nicht sehr einfach zu überwinden. Zu unpräzise. Ja, so, natürlich kein Problem. Die Flanke war, glaube ich, auch abgefälscht, oder? Wenn nicht, dann war die wirklich richtig scheiße. Ja, hätte ich also. Ich meine, wieso. Ich weiß, man will halt instant ein Spiel finden und so, ne? Aber wieso kann FIFA. Ich würde lieber eine Minute warten. Der Ball prallt und er landet ins Feld zurück. Und die Möglichkeit. Ja. Dieser Schuss von Nainggolan war eh ein bisschen bullshittig und so, aber mir war auch klar, so wie mein Spieler stand, dass er nicht das Kopfballduell gewinnen wird, leider. Deswegen, wären das nur ein bisschen schlechtere Spieler gewesen, hätte ich mich schon jetzt aufgeregt, weil das halt schon eigentlich schon von der Bullshittigkeit schon ein ziemlich, ziemlich hoch bullshittiges Tor war. Der Ball kommt rein. Och nö. Kann ich nicht einfach ein Tor machen? Bitte? Lange Flanke. Komm schon! Komm schon! Was? Oh! Das gibt's doch nicht! Da kommt die Ecke! Werner! Yes! Der
Und es ist 1-1. Werner. Wunderschöner Kopfball von Timo Werner. Und damit sind wir wieder im Spiel. Wir spielen gerade richtig gut auf jeden Fall gegen so einen Gegner mit weitaus überlegenen Spielern. Deswegen, bei den Foot Champions werde ich mich hoffentlich kaum aufregen, weil ich halt weiß, dass ich, besonders wenn ich gegen so ein Team spiele, was so viel besser ist, dann, oh Gott, ist eigentlich eine Niederlage halt schon vorprogrammiert. Und da dann überhaupt mal ne, ansatzweise in Torgefahr zu kommen oder ne, so ein Tor, zu kriegen, damit bin ich schon komplett zufrieden. Komm schon! Ah, schade. Aber da über die müssen wir arbeiten, über die Flanken, weil in der Mitte werden wir da kaum durchkommen. Wir müssen einfach die hoffen, dass wir die Verteidiger mit Kopfbällen und Flanken und so überwinden. Da ist Platz. Aber ja. Und das einfach kontinuierlich gut spielen. Hier, schöne Konter setzen. Yes! Och, oh nein, da hatte der Verteidiger noch seinen Fuß dazwischen, sonst hätte Werner den easy peasy reingemacht. Schade, schade. Ja, unser Gegner leistet sich viele Fehler hier. Schöne Fehlpässe und sonst was. Davon, das müssen wir eigentlich ausnutzen. Okay, das war ein Fail. Oh oh. Okay, ich dachte, jetzt gibt es hier einen passenden Lauf. Ja, der hat zu spät reagiert, aber Fehlpass, falsch geklärt von mir. Alter, der hat halt Leute wie Aubameyang, ne? Und Player of the Month, Eden Hazard, das ist ein 93er. Weißt du, 93er und 87er, so weißt du, Flügelspieler und Stürmer. Das Witzige ist, weißt du, Marcelo ist einer der besten Linksverteidiger, also wahrscheinlich für viele auch der beste Linksverteidiger der Welt im Moment. Und ich finde es geil, wie Pulisic den einfach die ganze Zeit nutzt und so wegen seinem Pace. Deswegen, Pace ist echt wichtig so für Flügelspieler. Klar, Pace ist nicht mehr so wichtig in FIFA 19, aber für Flügelspieler ist es immer noch wichtig, weil, ne, weißt du, so ein, selbst dieser Informtorgen Hazard, der hat halt 84 Pace, aber der wäre nicht an Marcelo so einfach vorbeigekommen, wie halt mit Pulisic 92 Pace und so. Champions League Pulisic. Ich bin mal sehr gespannt, Wolf, was uns diese Partie jetzt noch zu bieten hat. Sie fast ein Fehlpass. Auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da ist jetzt Platz. So, Roussillon mit einer Fanke. Oh, der wäre fast auf unsere Füße geklärt worden. Dann wäre das 2-1 gewesen. Und Lukas. Wunderschön verteidigt von Hummels. Thomas Müller jetzt. Schöner Pass, James. Schussversuch. Schade. Werner ein bisschen schief geschossen. Wie hast du die Leistung von Timo Werner gesehen im ersten Spielabschnitt? Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Timo, er schießt! Ja, schade. 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 Da brauchen wir schon ein bisschen mehr, um ein Tor wie Handanovic zu überwinden. Das ist halt schon einer der besten Torwerte der Welt. Ah, der beste Torwart der Serie A ist auf jeden Fall. Und damit ist der Ball weg. Oh, scheiße. Oh. Müssen wir jetzt echt aufpassen. Marcelo mit einer Flanke, aber Naldo klärt zum Glück. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Eden Hazard. Good job, Roussillon. Da passt er auf und kann klären. Müller. Sehr schön auf Roussillon. Roussillon. Jetzt! Oh, Werner! Was war das denn? Was war das denn, Werner? Kacke, verdammte, Alter. Ey, das war richtig dumm. Oh, nee. Aber so schön vorbereitet.
Das ist bitter. Irgendwann kommen wir da mal, aber Süde wäre viel zu langsam. Na, Bailey hat noch genug Energie. Irgendwann kommt Coman für Bailey rein, aber Thiago ist jetzt erstmal der richtige Wechsel. James ist leider viel zu schnell erschöpft und so. Das Deswegen, wird ich glaube, der muss sie dann ärgern, die irgendwie Chance als zu Einwechsel bekommen, spielen aber jetzt. Ich sie weiß auch nehmen sie nicht. es. Sie lassen die Chance liegen. Keine Ahnung, warum Leute sagen, dass James so gut ist, weil vielleicht ist er ganz gut, aber ich kann nicht viel davon erleben, wenn Ganz er sicher halt auf nicht diese mal Art 60 von Minuten Arbeit. überlebt. Die Baller. Klasse Technik. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da bedankt sich die Abwehr, die Konterchance ist erstmal vertan. Ja, Aber Schwalaber hier. schade. Da muss der Nein! Torhüter nicht Den hätte er doch eingreifen, der abfangen Verteidiger hat müssen. geklärt. Die Baller. Ja, und er hat dann Leute auf der Bank wie die Baller und Das so, könnte deswegen, eine das ist halt Gefahr auch schon werden. ekelhaft. Also wie gesagt, es würde mich nicht Jetzt wundern, wenn ich das Martinez. noch verliere, deswegen, das wäre auch nicht bitter oder so, Schuss das wäre von einfach Coman. zu erwarten. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Toll von Weil ich kann Coman, halt nicht super. defensiv gehen, weil wenn ich defensiv gehe, dann werde ich nur noch mehr belagert und so und kann nicht hoffen, weißt du, offensiv kann ich aber auch nicht gehen, weil ich dann viel zu offen Dybala. stehe. Das ist Oh, jetzt das ein ist das Tor. Gegentor. Baumann, danke Was schön, für eine Baumann. Parade. Den habe ich schon drüben gesehen. Und Puh. dann Ah, dieser guck mal, kann jetzt rein sensationelle Reflex. verbringen. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Baumann macht Die aber auch wirklich einen Gefahr da. feinen Die Job. Gefahr erstmal wieder bereinigt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt auf den frischen Komma. Komar. Und verletzt. Das ist dein Ernst? Der ist Da erst steht eine er Minute im voll Spiel, unter dem Mann. Freistoß. Das war ein Das taktisches ist viel Foul hier Glück, von Herr Lange. Miranda. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt in den 16er. Den Ball hat er Schade. nicht voll getroffen. Ja, und Hätte deshalb Müller der den Abschluss auch richtig nicht platziert gewesen. getroffen, dann wäre der drin gewesen. Jetzt Miranda. Schade, aber ja, das war definitiv ein taktisches Foul von Miranda. Coman. Ich glaube, Sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Oh, Einwurf. das ist Bullshit. Weil ich verstehe nicht, warum in den Foot Wir freuen uns jetzt Champions am Ball. man nicht die Trikots seines Gegners sehen kann. So, woher kommt das denn so? Regulär Wer hat ist sich das noch eine ausgedacht? Viertelstunde zu spielen. Jetzt Aubameyang. Die Baller. Die Baller. Der Schöner wäre sogar fast platzierter Ball, reingegangen. aber eben Ernsthaft? doch kein Treffer. Matuidi. Pogba. De Bruyne am Ball. Nun Matuidi. Pogba. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Dybala! Aber kein Tor. Schöner Ball. Was ich finde so interessant, dass er wirklich da einfach so aus der seitlichen Lage so an der Grenze des Nur noch 16ers wenige ist halt Minuten so noch Schüsse beide machen kann, die Mannschaften haben wirklich hier noch sogar fast alle reingehen. Möglichkeiten. Und direkt die nächste Ecke. Also wahrscheinlich werde ich echt in den letzten 10 Minuten noch einen Bedenken. Gegentreffer bekommen. Hier Ja, durch oder Javi. pff, Alter, das Außenposten, das war war knapp. mehr Glück als Verstand. Jetzt wird's gefährlich. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Komm an. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schön gelöst. Der Angriff im Keim erstickt. So, Ballbesitz jetzt. Nein! Meine Müller. Güte. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Was? Wie kann er da auf einmal Da unten war zurück. vorbeigrätschen? Nein, nicht nach Pogba. oben. Thiago. Roussillon. Komm an. Die Möglichkeit zu flanken. Und da ist der Ball Boah, erstmal wie direkt. unlucky, weißt So, du? erstmal geklärt nach dieser Und Alleingabe. was war das denn für ein Pass? Jetzt schieß! Schießt. Oh, Der wieso Sieger schießen verteidigt die sich so weiter in die schlecht? Unterzahl.
Thiago mit der Reingabe. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aluminium von Hummels. Ja, hätte die späte Führung sein können. Aluminium. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Da kommt naja. Da hätte ich echt noch in der 90. Minute noch einen Kopfballtreffer machen können. Hummels aber leider an den Pfosten. Bitter. Also ich finde es schon bitter, meine Güte. Was, Spiel fort? Oh, stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Es gibt Verlängerung. Ach du Scheiße. Oh nein, es muss einen Sieger geben. Ich habe das komplett vergessen. Daniel hat das erzählt, es muss einen Sieger geben in Foot Champions. Ja, packen wir hier Süle für einen erschöpften Aldo rein. Das ist mein dritter Wechsel. Kriege ich noch einen vierten Wechsel? Na, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das Spiel war anstrengend. Das sieht man den Jungs da unten an. Aber Verlängerung. Jetzt müssen wir nochmal alles aus sich rausholen. Die Verlängerung läuft. Ja, wir stellen erstmal defensiv. Lieber Elfmeterschießen, anstatt noch in der Verlängerung das Gegentor zu bekommen. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Unruhe sorgt. Thomas Müller. Ja, Wolf, der geht gerne die weiten Wege, ist zumindest gefühlt überall auf dem Platz und auch deshalb so erfolgreich. Einer der besten in der Europa. Und da hätte mein Spieler aber auch noch rechtzeitig dran kommen können. Viel Platz für Hazard. Die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Sieg. Chance zur Führung. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich wollte. Okay, es gibt doch noch einen vierten Wechsel. Finde ich gut, weil. Müller und Werner, das ist gut. Warte, hä? Wieso hat er das nicht gewechselt? Ja, also, und dann packen wir Kimmich für Piszczek rein. So. Nö, Wechsel, ich werde ausgeschöpft. Na gut, er hat einfach noch nicht gewechselt. Komischerweise, obwohl ich das ja schon gemacht habe. Wir stehen jetzt aber defensiv. Wir gehen definitiv hier auf Elfmeterschießen. Klar, in der Verlängerung das zu entscheiden wäre natürlich das Optimalste. Da müssen wir nicht das Risiko des Meterschießens eingehen, aber. Wieso. Alter, irgendwie der Schusswert meiner Spieler ist alle irgendwie auf 2 gefallen oder so, oder? Von 100. Also 2 von 99 in dem Sinne. 99 ist ja das Maximum. Müller. Thiago. Thiago, schöner Pass. Jetzt schieß doch, anstatt ne, wieso? Jetzt bin ich aber mad. Wenn meine Spieler den Ball immer, weißt du, im Strafraum, wieso nehme ich den Ball an, anstatt mir einfach sofort zu schießen? Und wieso läuft Coman nicht zum Ball, sondern läuft vor dem Ball weg? Das ist doch lächerlich. Okay, danke. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Sie kommen über den Flügel. Ja, Pulisic will auch nicht loslaufen auf dem Flügel. Oh, schade. Irgendwie defensiv hilft uns gerade mega gut, weil wir besser stehen und dadurch schön kontern können. Sagen wir mal so, der Gegner macht es auch nicht einfach für sich mit den ganzen Fehlpässen. Sich die Abwehr, die Konterchance ist erstmal vertan. Da bekommt er Unterstützung. Und jetzt mit Thomas Müller. Der schade. Gekommen, aber die zweite Hälfte der Verlängerung steht an. Aber hätte Werner da einfach geschossen, dann wäre es das gewesen. Also, aber wir sind echt on par und so, weißt du? Ich habe nur ein bisschen schlechtere Schussgenauigkeit, aber sonst sind wir echt, also 16 und 17 Schüsse, 8 und 6 nimmt sich nicht viel. Auch der Ballbesitz ist absolut ausgeglichen. Aber Verlängerung ist echt blöd jedes Mal. Ne? Das habe ich komplett vergessen. Es gibt gar keine Unentschieden. Deswegen zählen auch nur Siege, weil man gewinnt oder man verliert. Es gibt keinen. There is no middle ground.
Ja, das hat er schon predicted. Aber so auch ziemlich offensichtlich von mir. Na, nein, wieso? Ich hasse das. Jedes Mal bewegst du dich richtig gut und dann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Okay, einen schönen Pass auf den Gegner. Und da klärt er ganz fantastisch. Kumar fängt den Ball ab, aber der Ball kommt trotzdem natürlich zum Gegner wieder. Okay, das war's. Und die Baller macht ihn rein. Das ist doch gefährlich. Was für eine Aktion. So gerade verhindern sie das Tor. Und der Idiot will lupfen. Hätte er einfach nur ein paar Sekunden vorher geschossen, dann wäre er drin gewesen. Also wir sind echt im Glück. Wir sind im Glück. Das wäre eigentlich das Gegentor gewesen. Müller! Und wieso kann ich den einen Typen nicht auswählen, der hier ganz nah dran ist? Ja, mit viel Übersicht. Wie zur Hölle ist der reingegangen? Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sorry, aber das war echt lächerlich. Thiago jetzt. Ja, der passt direkt zurück auf Thiago. Goretzka. Nun Hazard. Das ist echt lächerlich, weil, sorry, ich kann verstehen, dass das sehr gute Spieler sind, aber kein Spieler kann aus dem Winkel, bedrängt von einem Verteidiger, hier so ein... Was? Und dann gegen den Pfosten? Jetzt bin ich wirklich mad. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben diese Niederlage keineswegs verdient. Wir spielen mit so einem viel schlechteren Team. Der Gegner macht so einen lame Schuss. Und jetzt macht er natürlich Zeitspiel, ist doch klar. Oh nö, das ist so unverdient. Tut mir leid, aber ihr könnt das sicherlich auch verstehen, oder nicht? Da trennt er ihn vom Ball. Schöne Aktion. Ja, das war's. Die Baller, klasse Zuspiel. Toller Pass auf Hazard. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der... Das ist echt unverdient, wisst ihr, weil... Das Tor war echt billig. Also das Tor war echt billig. Tut mir leid. Und dann Thiago, natürlich schießt er wieder in den Pfosten, ey. Ey, dieses Tor war wirklich das eine der schlimmsten Tore, die ich jemals gesehen habe. Und einer der unverdientesten Tore. Ganz ernsthaft. Guck mal, der macht hier irgend so, erstmal bedrängt von mehreren Verteidigern, macht er aus der Entfernung einen Schuss. Und natürlich geht er perfekt rein und Baumann kann absolut nichts dagegen tun. Ich meine, der ist unhaltbar, nicht wahr? Also angeschnittene Schüsse sind echt OP und Mares, also das tut mir leid, aber wirklich. Baumann hat genug Zeit, um darauf zu reagieren und er fliegt nicht mal hoch. Weißt du, meine, da wo er am Tor ist, ist er in der Höhe. Der geht ja nicht mal hoch in den Winkel rein. Wieso in Gottes Namen kann der so ein einfaches Tor machen? So einfach und dann Thiago an den Pfosten. Er schießt sogar mit dem richtigen Fuß. Nee, das ist echt Bullshit. Das ist echt, wenn es schon so beginnt, dann werde ich dieses Spiel deinstallieren. Wenn es so beginnt, dann werde ich dieses Spiel deinstallieren. Es wird genau 100% sein wie in... Wird es zu 1000% so sein wie für den 18. Das werde ich versprechen. Das ist einfach nur scheiße. Ich bin nicht mal wütend, ich bin einfach nur traurig. Ich bin traurig, dass dieses Spiel so etwas ermöglicht, so etwas bevorzugt, so etwas pusht. Ich meine... Der macht es ja nicht einfach so, weil er Spaß hat, sondern der weiß genau, dass sowas reingeht. Und das ist traurig. Ich bin jetzt so enttäuscht. Ich gehe jetzt extra, ich suche jetzt diesen Spieler und schaue nach, was für einen Schusswert der hat. Der hat einen 79er Schusswert. Klar, er hat Fernschüsse 81, aber... Tut mir leid, das ist mir nicht hoch genug, um so etwas zu rechtfertigen. Hätte der Fernschüsse 90er, genau mit Schusskraft und Abschuss und Stellungsspiel oder sowas, dann wäre ich für mich okay, aber das sind 80, 80, 81. Klar, das ist gut, aber nicht sehr gut. Und nur ein sehr guter Spieler sollte so ein Tor machen können, also nur mit sehr guten Werte. Das kann ich echt nicht nachvollziehen, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht akzeptieren. Und ich finde das sehr asozial von EA, ich finde es sehr asozial, dass man so etwas, dass so etwas überhaupt geht. Naja. Jetzt haben wir wenigstens einen Geschmack, wie das so werden wird. Ich kämpfe 120 Minuten gegen ein Team, was viel besser ist als ich.
ich bin die ganze Zeit sogar richtig gut und verliere dann am Ende trotzdem. Mir war klar, also ich wusste es schon. Mir war von Anfang an klar, als wir in die Verlängerung gegangen sind, als ich das 1-1 geschossen habe, mir war zu 100% klar, also zu 99%, sagen wir mal einfach so, zu 99% war mir klar, dass ich dieses Spiel verlieren werde. Weil ich kenne FIFA, ich kenne dieses Spiel. Ich weiß, wie die Dinge laufen. Das heißt aber nicht, nur weil ich es wusste, dass es passieren wird, heißt das nicht, dass ich nicht enttäuscht bin. Heißt das nicht, dass es mich frustriert. Ich bin auch ein Mensch, ich kann nicht einfach meine Emotionen abschalten. Es ist trotzdem unglaublich scheiße, dass das passiert ist. Obwohl ich es wusste, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert. Aber das ist dann, ich hätte wahrscheinlich erwartet, dass es irgendwie so ein Pace-Konter kommt. Aber dass dann so ein lappiger Schuss dann auch noch ins Tor reinkommt. Dann hast du einfach keinen Bock mehr, weißt du? Dann fragst du dich überhaupt noch, warum du dieses Spiel spielst. Und warum du diesem Spiel überhaupt nur so welche Aufmerksamkeit gibst. Naja. Wir sehen dann weiter, ob wir jemals 5 Einring-Sieger erreichen werden. Sehen wir dann in den nächsten Parts. Ciao.